Tag 3 auf der Baustelle. Danilo und Tom beginnen mit dem Innenausbau auf dem Dachboden. Die Abrundung der Flurwände wird vorbereitet. Dazu wurden Aluschienen zurechtgesägt. Diese dienen als Halterung für die runden Trockenbauelemente, eine Extra-Anfertigung für diesen Umbau. Im Dachgeschoss wird es dann keine Ecken und Kanten mehr geben, an denen Julius mit seinem Rollstuhl hängen bleiben kann. Wir haben hier bei den Wänden, insbesondere im Flur, Rundungen gewählt, weil der Julius ja in seinem Rollstuhl im Grunde genommen Bögen fährt. Und das haben wir architektonisch übernommen. Und damit folgt es der Trockenbau oder diese Architektur seinen Wegen. Hinter dieser Wand entsteht Julius' eigenes Zimmer. Im Dachgeschoss stehen bereits alle abgerundeten Wände. Mal sehen, was sich in Cedrics Reich bisher getan hat. Also hier gibt es echt richtig viel zu tun. Hier ist sehr viel abgestellt worden. Die Decken und die Wände. Und wir müssen uns jetzt mal ein bisschen ranlegen. Weiter geht's über den Flur. Nachdem die neuen Fenster eingesetzt wurden, kann in Julius' Zimmer jetzt mit der Wandverkleidung begonnen werden. Ich dichte eben die Folie zur Wand ab. Später kommt hier Unterbau dran. Darauf Gipskartonplatten und dann kann weiterhin Malerarbeiten stattfinden. Auch die Elektrizität hält Einzug. Denn bisher gab es nicht einmal Strom im Dachgeschoss. Und das neue Badezimmer nimmt langsam Form an. Installateur Peter bemüht sich um den Wasseranschluss. Ich installiere jetzt gerade die letzten Wasserleitungen hier im Badezimmer. Das heißt, hier noch die Warmwasserleitung dran. Dann wird das hier verkleidet, das wird noch verkleidet. Und ich denke, morgen werden die ersten Fliesenarbeiten hier drin stattfinden. Das Bad als solches endet immer am letzten Tag. Klar, mit der Fertigmontage, bis die Maler durch sind, Fliesen, alles fertig ist. Aber wir sind gut dabei. Gut dabei sind auch die Maler in Julius' Zimmer. Da läuft alles wie geschmiert. Aber nur, weil alle so richtig reinhauen. Und das ist ganz schön anstrengend. Die Baustelle hat es ganz schön in sich. Wir haben hier viel Trockenbau zu machen gehabt. Und das ist jetzt endlich so weit vorbereitet, dass wir auch mit unseren Malerarbeiten, jetzt zuerst die Spachtelarbeiten, dran können. Ja, wir Maler, der René, der Mike, der Andi und ich. Sag mal, René, wo ist denn der Andi überhaupt? Ich geh mal gucken. Andi! Andi wollte es sich leicht machen und hat den hauseigenen Fahrstuhl genommen. Jetzt steckt er fest. Andi! Das gibt's doch gar nicht. Wo steckt der denn? Hallo! Andi! Betty? Andi? Ja? Steckst du im Aufzug? Ja, was sonst? Ja, was ist denn los? Ich such dich schon die ganze Zeit. Ja, das Scheißding fährt nicht. Soll ich mal nach dem Kai gucken? Wär sehr nett! Da muss der Techniker her. Nur er weiß, wie er Andi aus dem Gefängnis befreien kann. Andi, kannst du mich hören? Ja. Andi, warum drückst du nicht den Alarmknopf? Brauchst du nicht Alarmknopf? Zum ja, der gelbe vor dir. Guck mal hin. Das sagt mir ja niemand. Der, genau den. Aber ist ja nicht schlimm, wir haben dich ja gehört. So, jetzt bleib mal schön ruhig. Wir holen dich da schon raus. Elektriker Kai hat schnell die Tür zum Aufzug geöffnet. Aber damit ist es leider noch nicht getan. Guck, und da oben steckt er. Und so langsam wird er nervös. Hoffentlich hat Kai bald eine zündende Idee. Das muss es gewesen sein. Klappt's jetzt? Ich denke, er kommt jetzt gleich ruhig. Ich hoffe so. Ah, und da ist er. Andi. Mann, Leute, es ist aber Zeit geworden. Ja, komm mal her. Große Erleichterung auf allen Seiten. Auf diesen Schreck gibt es erst einmal eine kleine Stärkung für Andi. Das war eine gelungene Rettungsaktion, Kai. Tag 4 auf der Baustelle in Melle. Im Zimmer des 5-jährigen Cedric werden 15 Quadratmeter Laminat verlegt. Das ist der erste neue Bodenbelag im Haus. Und ihm werden noch einige Quadratmeter folgen. Ich muss mich ganz schön sputen. Das sind ungefähr 70 Quadratmeter, was wir hier oben an Bodenbelege haben. Und die müssen verlegt werden. Dann haben die Trockenbauarbeiten viel Zeit in Anspruch genommen durch die Rundung und viele Ecken und Kanten. Also es wird ein richtig hartes Programm noch.
Und weil die Zeit knapp ist, wird ordentlich rangeklotzt. Das Laminat wird Bahn für Bahn in Cedrics Zimmer, genauso wie in Julius Reich und im Flur verlegt. Dabei ist exaktes Augenmaß gefragt. In Cedrics Zimmer wird der Untergrund für das neue Hochbett vorbereitet. Durch die schwimmende Verlegung des Belages ist auch diese Arbeit schnell erledigt. So, das tun wir jetzt hier noch einklicken. Und dann kommt hier vorne eine schöne Abschlussleiste hin und dann rausgeschafft. Tag 5. Die Köhler Brothers sind wieder in Aktion. In Julius Zimmer verkleiden Uwe und Otto einen eckigen Balken. Damit der Zehnjährige auch hier gut mit seinem Rollstuhl vorbeifahren kann, bekommt der Pfosten eine Rundverschalung. Im Vorfeld haben wir die Hölzer, die ich hier aufgeschraubt habe an die Balken, haben wir abgerundet, damit sich dann die Halbschollen dann ordentlich an die Hölzer anschmiegen. Die Gipsfaserverschalungen müssen noch gekürzt werden. Je genauer das Duo arbeitet, desto weniger haben später die Maler zu spachteln. Jetzt müssen die Spezialanfertigungen nur noch über die Hölzer geschoben und zusammengedrückt werden. Bei diesen vorgefertigten Abrundungen ist eine weitere Fixierung nicht nötig. Und so entsteht langsam aber sicher eine Säule. Boah, gigantisch. Das trägt man zusammen. Perfekt. Tag 6 auf der Zuhause im Glückbaustelle in Melle. Im Dachgeschoss montiert Installateur Peter die Halterung des neuen Waschbeckens. Das wird ein 8 Quadratmeter Hightech-Badezimmer. Wir haben hier ein Waschbecken, das ist behindertengerecht. Das heißt, der Junge wird ankommen mit seinem Rollstuhl, kann hier durch diese Kuhle richtig nah an das Waschbecken ranfahren. Zweite Besonderheit, das ist auch noch höhenverstellbar. Im alten Bad passte Julius mit seinem Rollstuhl nicht unter das Becken. Dadurch brauchte er beim Waschen immer die Hilfe seiner Eltern. Aber ab sofort wird er seine Zähne alleine putzen können. Rote Säule. Hier sind wir in Julius' Raum. Eva hat für seinen Schlafbereich einen galaktischen Einfall. Es ist vorgesehen, dass genau im Zentrum eines Sterns so eine Leuchte positioniert ist. Okay. Das heißt, du musst jetzt genauso exakt weiterarbeiten, wie der Jimmy vorgearbeitet hat. Hey Eugene, do you remember me? Während Eva bereits zum nächsten Zimmer eilt, kleistert Malermeisterin Bettina das erste Sternenband ein. Derweil gibt Eva dem Maler in Cedrics Reich Anweisungen für die Dino-Tapete. Was ich gerne hätte, ist, dass, wenn du die zweite Bahn hier neben klebst, der nächste Dinosaurier hier zwischen auftaucht. Ja, dann. Nur, dass du immer einen Versatz hast. Genau. Komplizierter läuft es bei den Himmelslichtern. Dabei darf Bettina nicht einfach nur in die Sterne gucken. Ich muss hier sehr genau arbeiten, weil das eine ganz feine Tapete ist. Braucht halt ein bisschen Zeit. Und ich werde so ungefähr noch eine halbe Stunde brauchen für die Bahn und die anderen drei. Unterwegs in besonderer Mission. Agent Andi soll unsere Baubotschaft zur Familie Kammern-Schülke bringen, damit sie eine Vorstellung davon bekommt, was zu Hause los ist. 5 Kilometer von der Baustelle entfernt erholen sich die vier in einem Hotel. Hier dürfen sie 8 Tage lang ausspannen. Unser Bote wird dort gleich anklopfen. Morgen, Leute. Hallo. Moin. Hab hier was für euch. Mit Blaulicht und Sirene bin ich hierher gekommen. Und genauso schnell muss ich zurück. Tschüss, viel Spaß beim Gucken. Jetzt wird die Familie zu sehen bekommen, was sich in ihrem Haus so abspielt. Liebe Familie Kammern-Schülke, die Jungs sind hier versammelt, hochmotiviert. Und wir gehen gleich rein ins Haus und bauen dort um. Also los! Ist das unser Haus? Das ist nicht unser Haus. Was ist denn hier los? Oh, was für ein Krach ist da? Das ist unser Haus.
Ja, die Arbeit gleich Sascha. Oh nein! Ja, ihr Lieben, ich muss zugeben, das ist uns echt noch nie passiert. Oh mein Gott. Die Häuser sehen doch alle gleich aus. Was soll ich da machen? Passiert ist passiert. Das Schlimmste ist, jetzt haben wir zwei Baustellen. Wir müssen dort das Chaos beseitigen. Und hier können wir jetzt erst loslegen. Wow. Ist das der Dachboden? Nee, das ist die Treppe. Mein gutes Parkett. Weißt du eigentlich, wie teuer das war? Ja, liebe Familie Karmann-Schülke, John und ich, wir haben uns nochmal zurückgezogen in den Container, um die Planung genauestens durchzugehen, damit keine weiteren Fehler auftreten können. Weil wir wollen ja in 8 Tagen fertig werden. Das ist schon zu viel passiert eigentlich. Hm? Ich habe keine guten Nachrichten. Die Statik sagt, alle Leute raus. Oh, der Pfosten nee, hält nicht. Der Pfosten hält nicht. Ich muss sie rausholen. Alle mal herhören. Stopp. Ich habe gerade die statische Berechnung bekommen. Abbrechen. Die Stütze ist nicht tragfähig. Ausbau ist gestorben. Alle mal raus. Raus. Ende. Feierabend. Hier. Vorsicht, hier, Feierabend. Riesen Mist. Ey, wir hatten das so schön aufgebaut. Und jetzt? Wenn die Statik nicht hält und das abgebrochen wird, ist das schon besorgniserregend. Ne? Ich hoffe, dass das jetzt, dass sie alle Mittel in Bewegung setzen, dass wir da doch wieder rein können nachher. Ne? Dass das alles ordentlich gemacht wird, vielleicht so, wie es sich gehört, statisch einwandfrei. Also ich hoffe, dass sie es schaffen werden und nicht abbrechen werden. Die werden bestimmt, also wie ich John und Eva kenne, die werden eine Lösung finden und das irgendwie abstützen. Vorletzter Tag auf der Zuhause im Glückbaustelle. Heute heißt es ranklotzen. Innenarchitektin Eva und Malerin Bettina wollen eine Schlange an die Badezimmerdecke malen. Na, die Schwierigkeit jetzt ist erstmal, diesen Verlauf der Schlange hinzubekommen, weil man hat ja verschiedene Deckenversprünge. Generell über Kopf zu arbeiten ist nicht so einfach. Und das ist jetzt die erste Schwierigkeit. Das versuchen wir zu lösen, indem wir erstmal einen dünnen Pinsel nehmen, wenig Farbe, viel Weiß. Und versuchen, diesen Fluss hinzukriegen. Und dann werden wir immer breiter und zum Schluss werden wir das Ganze detailliert ausarbeiten. Zuerst wird der Farbton abgestimmt. Schließlich soll die Schlange mit den anderen Farben im Bad harmonieren. Aber Achtung, dieses Reptil spuckt. Eva genau aufs Auge. Volltreffer. Oh, hast du es kommen sehen? Wir müssen kurz unterbrechen. Betty, ich sehe wieder was. Ist wieder alles klar? Ja, ich habe das Auge ausgewaschen. Das Schlimme war nur, ich habe Kontaktlinsen drin. Und das hat das alles eingefärbt. Aber man sieht aber nichts mehr. Nee? Schöne blaue Augen. Oh, danke. Ich habe hiermit noch ein bisschen nachgeholfen. Okay, dann geht's weiter. Eva nimmt sich ab jetzt in Acht vor der gefährlichen Schlange an der Decke. Hier, ne, kommt dann der Kopf hin. Ja. Wir führen das hier noch ein bisschen weiter. Ja. So. Bettina, ich glaube, wir haben einen schönen Verlauf hinbekommen. Ja, sieht gut aus. Dann musst du jetzt an die Details. Jawohl. Ich übergebe. Betty bringt die Schlange in Form. Doch für die Augen ist Eva wieder zur Stelle. Das lässt sie sich nicht nehmen. Auge um Auge. Aber ganz im Ernst, genau auf die Details der Innengestaltung und der Dekoration legt die Innenarchitektin immer ihr besonderes Augenmerk. Die Schlange wird hoffentlich den Reptilien-Fan Cedric erfreuen. So, die Schlange ist fertig und jetzt können die Elektriker die Leuchten einsetzen. Im Zimmer des 10-jährigen Julius sollen die Sterne zum Leuchten gebracht werden und damit dem Schlafplatz des schwerbehinderten Jungen eine gemütliche Note geben. Das Schöne an der Beleuchtung ist, dass es nicht einfach nur an- und auszuschalten geht, wie eine normale Beleuchtung, sondern dass man es halt noch schön dimmen kann, je nach Situationsbedarf, sage ich mal. Ne? Das ist eine schöne Sache. Sieht auch schön aus mit den Sternen und so. Da haben wir jetzt die Nachttischleuchte für den Julius. Und das Schöne daran ist, dass die einen Schalter separat an der Lampe hat, weil es gibt für diese, wo ich jetzt die Lampe anschließe, für diese Leitung gibt es hier keinen Schalter im Raum.
Damit alle Lichter sternenklar bleiben, trägt Jimmy Handschuhe bei der Montage. Außerdem könnten Fingerabdrücke die Lampen kaputt machen. Denn Schweiß und das Fett der Haut brennen sich bei Betrieb auf dem Glas ein. Passt.